Ich lese. Funktioniert das Mikro? Ich lese das Kamerahandbuch Canon EOS 700D, Ihre Kamera im Praxiseinsatz von Galileo Design. Das ist dieses Buch. Und dazu habe ich die passende Kamera, die ist schon was älter. Und neben dem Objektiv, das dabei war, einen relativ großen Zoombereich hat, mir trotzdem aber sehr gut gefällt, ist 18 bis 135 mm mal 1,4, um aufs entsprechende Kleinbildformat zu kommen. Noch ein Zoom-Weitwinkel 10 bis 18 mm auch bei mal 1,4. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch ein Weitwinkel auf der Kamera, mit dem ich gerade filme. Der kostet aber so ungefähr das Vierfache. Man merkt den Unterschied, aber das hier ist ein sehr, sehr schönes Objektiv und das gefällt mir auch sehr gut. Zu der Kamera habe ich leider nur das Weitwinkel. So. So, Lebensdauer des Verschlusses. Wir sind in Kapitel 2, die Technik der EOS 700D, Spiegel und Verschluss. Lebensdauer des Verschlusses. Da gibt es hier erstmal so einen Hinweis. Die Verschlusszeit wird oben auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die kürzeste Verschlusszeit der EOS 700D liegt bei 1 durch 4000, also eine 4000stel Sekunde. So, das kann ich auch mal zeigen. Das funktioniert relativ gut. Anmachen. Zack. Und jetzt. Vielleicht den Deckel abnehmen. So, dann haben wir hier die Verschlusszeit angezeigt. Ja, zack. Die gerade war 31. bis 41. So gut ist das Licht hier. Ich jetzt auch erzähle, was geht denn? Ja, 30. bis 41. geht. Ich bin ja ziemlich offen im Blende. Lebensdauer des Verschlusses. Da bei jeder Aufnahme des Verschlusses der Kamera. Der Verschluss der Kamera geöffnet und geschlossen werden muss, entstehen mechanische Belastungen, die irgendwann einmal zum Versagen der Technik führen. Das heißt, eine Kamera kann eine maximale Anzahl an Auslösungen leisten. Bei welchem Wert die Mechanik versagt, gibt Canon in der Regel nicht verbindlich an. Allerdings ist eine pauschale Aussage auch schlicht nicht möglich. Mit Profigeräten etwa der Canon blablabla sind in der Regel 400.000 Auslösungen und mehr möglich. Bei eher auf den Massenmarkt ausgelegten Modellen wie der EOS 700D liegt die Lebensdauer des Verschlusses bei ca. 100.000 Auslösungen. Je nach Belastung können es weniger oder auch mehr Auslösungen sein. 100.000 oder 400.000 Auslösungen scheint zunächst nicht viel zu sein, aber auch dieses Ziel müssen Sie erst einmal erreichen. Ich möchte übrigens an der Stelle ansagen, was bei mir immer kaputt geht, ist die Spiegelmechanik. Und danach erst der Verschluss. Und wo der sitzt, da habe ich auch eine ganz eigene Meinung zu.
Zudem werden Kameras aufgrund der technischen Entwicklung ohnehin meistens nach ein paar Jahren durch ein neueres Modell ersetzt. Zwar lässt sich der Verschluss vom Fachmann ersetzen, doch unter Umständen übersteigen die Kosten den dann aktuellen Wert der Kamera. Tipp: Bei Profikameras von Canon wird die Anzahl der bisherigen Auslösungen als EXIF-Eintrag hinterlegt. Bei der EOS 700D können Sie über den Datei- und Ordnernamen ermitteln. Lautet ein Dateiname zum Beispiel Image 3456 JPG, dann haben Sie 3456 Aufnahmen mit Ihrer Kamera gemacht. Nach 9999 Aufnahmen fängt die Nummerierung wieder bei 0001 an. Die Aufnahmen befinden sich dann in einem zweiten Ordner. Eine Datei mit dem Namen img-7399jpg in diesem zweiten Ordner bedeutet also, dass Sie 17.398 Aufnahmen geschossen haben. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn Sie die Dateinummerierung nicht manuell zurückgesetzt haben und stets dieselbe Speicherkarte nutzen. Alternativ können Sie die Anzahl der Auslösungen Ihrer Canon über eine Internetseite, das erzähle ich jetzt hier nicht, auslesen lassen. Jo. Wie gesagt, bei mir geht immer die Spiegelmechanik kaputt. Und der Verschluss, das ist, ich sage da nichts zu. Ich finde vieles an der Kamera gut und manches an dem Buch. 2.2 ist dann Sensor und Bildprozessor im Detail. Und damit geht es dann irgendwann weiter. Tschüss.